Wie sah das dann aus bei der Armee? In welche Einheit kamen Sie? Ja, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Ich kam in die Abteilung der ideologischen Diversion und Propaganda. So nannte sich das, in die Politabteilung des Divisionsstabs. Warum ich da gelandet bin, konnte ich mir auch nie richtig erklären. Vielleicht hatte ich einen guten Leumund, dass ich eben manchmal querdenkend auch zu meiner Lehrzeit schon aufgefallen bin, dass ich andere Meinungen vertrete. Oder aber durch einen ganz dummen Zufall, weil in dieser Propagandaeinheit da war auch eine tschechische Druckmaschine zur Herstellung von Flugblättern unter Armeebedingungen oder Feldbedingungen. Und die war kaputt. Und als letzten Berufsausübenden, als letzte berufsausübende Tätigkeit hatte ich im Wehrkreiskommando angegeben, Webeplattbinder. Das war der Beruf meines Vaters, ein sehr, sehr seltenes Handwerk. Das hat aber was mit der Weberei zu tun. Aber in dieser Unterlage war lediglich aufgeschrieben, weil das Wort zu lang war, Plattbinder. Und da meinten die, ich besäße sicherlich sehr viel Ahnung von Blätterbinden, aber Blätter mit, also für Bücher und für Flugblätter. Und ich wurde dann recht bald von Exerzieren und von solchen militärischen Übungen freigestellt und morgens in ähnlichen Wagen wie dieser Interviewwagen in diesen Wagen geführt und mir wurde die Maschine vorgestellt, so nun sieh mal zu, ob du die wieder zustande kriegst. Und ich musste wochenlang immer melden, also kenne ich mich gar nicht mit aus, habe auch keine Ahnung, wie wir das machen können. Ja, dann hieß es immer, stell dich mal nicht so dumm an, ihr habt zu Hause doch, du hast doch hier geschrieben, dass du Plattbinder bist. Also auf alle Fälle stellte sich das dann heraus, dass ich mich nicht nur dumm gestellt hatte, dass ich wirklich davon keine Ahnung hatte. Dann wurde ich in die Fotoabteilung überwiesen. Das hat viel Spaß gemacht. Was haben Sie Bilder da gemacht? entwickeln, ja, Bilder entwickeln, größtenteils und Militär fotografieren, also die Kriegsspiele dokumentieren letztendlich. Und dann wurde ich als persönlicher Taxifahrer sozusagen im Divisionsstab der Politabteilung angestellt, hatte da sozusagen meinen festen Offizier, das war der Politoberst der Abteilung, den musste ich morgens von Haus abholen und Fahrbereitschaft spielen. Das war eine sehr angenehme Zeit. Und ich muss auch sagen, insofern auch keine schlechte Zeit, weil diese Offiziere ab einem gewissen Dienstgrad dann uns allen auch humaner erschienen und nicht ganz so blöd, will ich mal sagen, wie alle anderen Vorgesetzten, die man so erlebte. Woran meinte sie, lag das? Na gut, die hatten schon eine gewisse Bildung. Die mussten also auch studiert haben, waren in technischen Berufen oder auch eben in politischen Sachen sehr gebildet. Also hatten ja auch Philosophie und Geschichte und so. Und die waren doch sehr interessiert an meiner Meinung und haben mir ja auch von vornherein gesagt, also sie brauchen ja mir nicht zu erzählen, das wissen wir selbst, was wir im Unterricht berichten. Erzählen Sie mal selbst oder berichten Sie einfach mal so, wie Sie das selbst einschätzen, wie Sie darüber denken. Und da konnte ich wirklich frei reden, auch mit eben total anderen Ansichten. Aber habe da eigentlich nie erlebt und das haben Sie mir auch wirklich zugesichert. Und das war auch so. Ich habe dadurch absolut keine Nachteile gehabt oder dass die versucht haben, mich jetzt zu überzeugen, so auf primitive Art, so mit Druck oder was. Haben Sie da ein Beispiel für mal? Ja, also wir konnten über egal welches politisches Thema sprechen. Meinetwegen die von uns allen so empfundene Eingesperrtheit. Also dass wir nicht frei reisen können. Wir sind ja alle damit in Kontakt gekommen, dass unsere Alterskollegen, die auf der anderen Seite der Grenze zum Beispiel standen und Armeedienst hatten, dass alle diese auch mal die Möglichkeit haben, in andere Länder zu reisen. Also das Thema Freiheit und Reisen, das war ja ewig das fast allerschlimmste Vergehen, was diese Diktatur an uns gemacht hat. Sowas habe ich zum Beispiel angesprochen. Und dann
kam natürlich zunächst erstmal die bekannten Phrasen, dass ja auch die DDR oder die sozialistischen Länder schön sind und was kennst du denn schon in der DDR? Es gibt ja heute Leute noch, die so argumentieren, was muss ich denn ins Ausland fahren? Wir kennen ja noch nicht mal Deutschland. Also das waren so Standardsätze. Und dann natürlich, ja, und man kann ja auch in die Sowjetunion mal fahren. Und wie groß ist denn die? Das schafft man ja gar nicht in einem Leben. Solche Argumente kamen dann. Und dann schon auch der Versuch, sachlich darüber zu reden, warum auch die DDR quasi gezwungen ist, dass es nun mal hier im Lebensstandard noch nicht so weit ist und dass die Menschen doch eher dem Materiellen folgen und so sind wir halt Menschen und das ist einfach so, wenn wir die alle rüberlassen, unsere gut ausgebildeten Kräfte, da käme ja niemand wieder oder nur ganz wenig Überzeugte und also da konnte man echt frei reden und das haben die auch so genauso wiedergegeben. Also das hat mich sehr, sehr oft überrascht, wenn ich dann zu dem regulären Politunterricht, der einmal monatlich in der Kompanie stattfand, wenn ich dann die einfachen Offiziere oder ja weniger geschulten Offiziere gehört habe, dann habe ich immer gedacht, mein Gott, wenn mein Oberst das mal hören würde, wie primitiv die hier argumentieren, nur mit Druck und wir haben auch andere Möglichkeiten, unsere Feinde zum Schweigen zu bringen. Und da wurde viel über Geheimnisverrat und Dissidententum gesprochen. Und vor allem die Androhung, was da alles möglich ist, ne, für uns Soldaten. War das immer, wenn man sehr schwer aufgefallen ist, ja, dann geht's ab nach Schwedt. Das war der Inbegriff für Armeegefängnis. Also bei diesem Politoffizier, den ich da quasi persönlich chauffiert habe, ging es mir gut. Ich musste mich absolut nicht verbiegen und ich konnte wirklich frei reden mit diesen Menschen.